Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Together Star Wars The Old Republic. Wieder aus der Sicht der Botschafterin, die jetzt als nächstes nach Tatooine geschickt wird. Und gleich, sobald wir ihn wiedergefunden haben, mit dem Revolverhelden Quentin. Hallo. Hi. So, für dich steht ja jetzt noch die Klassenquest an. Wir müssen ja dieses eine verpeilte Mädel, welches da über einen Notruf bei dir sich gemeldet hat, retten bei einem Überfall oder sowas? Ganz genau. Wäre die Frage, wo sammle ich dich ein? Flotte. Alles klar. Genau, ja. Ich glaube, wie war das bei dir? Da kam dann einfach ein Anruf rein, oder? Ja, genau. Totale Hektik auf dem Schiff, Riecher unter der Dusche, Droide unauffindbar. Der Wookie war am Zimpfern. Okay. So, ich stelle mich einfach vor meinen Hangar, ne? Ja, ich bin gerade gelandet. Dein Hangar war wo? Nordwesten, oder? Als wenn ich das hier auswendig weiß. Blick auf die Karte? Ich glaube aber ja. Ich bin gerade im Ladeschirm. Okay, ja, ich komme, ich sehe es schon. Du hast da auch so eine Karte, weißt du? Ja, und ich war schon wieder auf dem falschen Mausprofil. Haha. Drücke hier die ganze Zeit wie ein Wilder, dachte die Taste klemmt. Nein. So, wunderbar. Ja, tritt ein, bring Glück herein. So, das ist das Schmugglerantenschiff. Ich find's schick. Ja. Vor allen Dingen ist es nicht rot. Du hast was gegen mein Schiff. Nichts Wirksames. Eins finde ich nach wie vor dämlich, dass der Ladebildschirm nicht schon anfängt, oder beziehungsweise, dass sie nicht schon anfangen zu laden, während man zuguckt, wie man losfliegt oder sowas. Mhm. Das ist echt der Mumpitz. So, ja, ich kann ja mal ganz kurz eine Rundtour, oder du kannst uns doch mal über dein Schiff führen. Ich weiß gar nicht, hast du dich gerade schon verlaufen? Haha. Also. Ganz, ganz wichtig. Ladebereich, Fracht, Zaster, Moneten und Risha. Immer fleißig. Die nervt ein bisschen, die lässt sich überhaupt nicht da wegglocken. So, und dann Moment, hier. Hier sind gerade die wichtigsten Sachen. Ach, wolltest du petzen? Ja, ich wollte petzen ein bisschen die Story. Ja, petz mal. Hier startet nämlich der erste Akt mit Risha, die findet man hier, nachdem man das Schiff wiedergekriegt hat, auf einmal im Lade, also hier in der Laderampe. Die wollte eigentlich mit Skavak, also dem Deppen, der einem das Schiff erst gemobst hat, zusammenarbeiten, aber jetzt arbeitet sie lieber mit mir. Oder mit ihm. Ja, ja. Oder wem auch immer. Und zwar müssen wir hier, wie ich ja schon mal erwähnt hatte, irgendwann verschiedene Dinge ausliefern, um damit Teile fürs Schiff zu kriegen. Ich weiß gar nicht, hier war diese komische Bestie drin, die wir jetzt an den Hutten verscherbelt hatten. Weiß gar nicht, gab's auf Taris davor, da musstest du nur zu einer hin und helfen oder sowas, glaube ich. Ja, hier gibt's ist noch mein Lieblingsstück. Ja. Wenn wir das spielen, brauche ich unbedingt ein Glas Einmachgurken. Ja, das ist der Kopf von jemandem, von dem ich noch nicht verraten will, wer es ist. Ja, und dann haben wir hier noch einen wunderbaren Droiden. Genau, einen Gonk-Droiden, der kommt dann auch auf Alderaan zum Einsatz. Und das Han Solo-Gedächtnis-Item. Richtig, den Mann in Carbonit. Aber da werde ich jetzt auch noch nichts zu spoilern. Du bist auf der Suche nach Nocdrayens Schatz. Also Nocdrayen, das war ein großer Pirat. Kurz vor Beginn des Spiels, kann man eigentlich fast sagen. Also so, ja, so etwa Ausbruch des Krieges. Der kam in einem der Comics vor. Ich glaube Threat of Peace. Ich weiß gerade nicht, wie der... Also Bedrohung des Friedens hieß er dann wahrscheinlich im Deutschen. Und da hatte er sich, glaube ich, gegen die Einmischung der ganzen Schmuggler und Piraten in den Krieg ausgesprochen. Oder zumindest wollte er, ich glaube, er hat einen dafür hingerichtet, dass er der Republik geholfen hatte. Irgendwie sowas. Ja. Das hier ist auf jeden Fall jetzt gerade der Raum, warum dieses Schiff das Allergeilste überhaupt ist. Hier gibt es eine Bar und eine Küche und das ist toll. Ja, mach doch mal den passenden Gesichtsausdruck, das können wir ja jetzt. Ach du Schande, das habe ich noch gar nicht nachgeschaut. Wo mache ich das? Neben dem Chat, wo auch die ganzen anderen Emotes sind. Und da hast du jetzt so eine Unterkategorie Stimmung. Oh, ich bin noch auf Englisch. Oh. Mach ja nichts. Was mache ich denn jetzt mal? Ich
Ich weiß jetzt nicht, ob das glücklich oder besoffen ist, aber es passt. Joyful ist, glaube ich, ein bisschen von beidem. Leider kann man das nicht für die Companions einstellen. Ich würde gerne mal Bowie grinsen sehen. Oh Gott, warum hast du mir sowas jetzt erzählt? Ich werde jetzt die ganze Zeit hier ausprobieren, wie das aussieht. Da gibt es so ein Beklopptes. Ich weiß gerade gar nicht, welches das war. Aber da das du sieht ein bisschen wie dass die ganze Zeit halbgescheit aus. Was gibt's denn hier? Deprimiert, oder? Deprimiert war das? Nee. Es gab irgendeins, da hat mein Dicker zumindest die ganze Zeit die Augen zugekniffen. Frustriert. Ja, frustriert. Wunderbar, frustriert passt perfekt. Guck mal. Oh. Sniff. Wenn du jetzt Rapunzel schon gesehen hättest, das wäre wahrscheinlich der Blick, mit dem er versucht, bei ihr zu landen. Obwohl, das war mehr so das Kulleraugending, so Marke gestiefelter Kater bei Shrek. Ich bleib mal beigeschmeichelt. Das trifft ja bei ihm ganz gut zu. Okay, ja, also das ist die Besäufnisecke. Hier wachst du dann auch immer schön neben dem Fellknäuel auf. Solange du das Fellknäuel neben dir hast und nicht im Mund, ist alles in Ordnung. Ich will mir das gerade gar nicht vorstellen, danke der Nachfrage. Ja, hier haben wir, glaube ich, dein Bett. Da werde ich mich ganz weit von fernhalten. Ja, toll. Ja, und hier drüben, das ist halt der Holocall-Raum. Hier drüben ist das Schachbrett. Naja, beziehungsweise, wie hieß das Spiel? Ich verwechsel die immer wieder. Dejarik, oder? Da fragst du jetzt die Richtige. Ja. Oh naja, Gott, was habe ich denn jetzt für... Ich bin gerade noch völlig damit beschäftigt, dass er irgendwie komisch guckt. Was ist denn das? Neutral ist wahrscheinlich das Normale, ne? Ja, genau, das, was ganz oben ist. Ach, das warum macht so... er das jetzt nicht? Was macht er jetzt? Jetzt hat er es gemacht. Aber eben so mit den gebleckten Zähnen, das sah wirklich aus, als wärst du gerade beim Putzen oder so. Na gut, also lass mal hier deine Klassenquest erledigen. Ach, darf ich jetzt, ja? Ja, Mann. Übrigens auch einen wunderschönen Ausblick. Das ist das erste Mal, dass mir aufgefallen ist, dass man, wenn man durch die Fenster guckt, tatsächlich die Außenhülle vom Schiff sieht. Und das ist ja auch hier kannst so du mal sehen. Der Karte nach eben gestaltet wie das Schiff. So, ich leg mal los. Also wenn wir uns jetzt verfliegen, liegt das daran, dass dein Echsenmann auf den Instrumenten rumtanzt. Büserkeisen, komm runter, bei Fuß. Okay, wir sind da. Dann mal ab durch die Luftschleuse. Ich habe gerade noch einen Dialog. Ach so, Entschuldigung. Was erzählt sie denn? Oder wie auch immer. Risha hat ja beim Telefonieren nicht mithören wollen und jetzt fragt sie, warum wir denn hier überhaupt anhalten. Ich habe jetzt als Auswahl hier auch Romance Calls. Das nehme ich mal. Gibst du so halb? Moment. Sonst dauert das hier so. Oder Moment, wir können ja auch ganz kurz Pause machen und wenn du durch bist, geht's hier weiter. Bis gleich. So, und weiter geht's. Hier haben doch, glaube ich, irgendwie die Sicherheitsdruiden gespackt, oder? Frag mich nicht. Da war ich bei dir noch nicht dabei. Ach stimmt, ja klar, das ist ja noch dein erstes Mal hier. Auf jeden Fall müssen wir 15 von denen töten und Faelara finden. Okay. Ja, Risha hat sich übrigens eben beschwert, dass ich mich sehr von hübschen Dingen ablenken lasse. Und währenddessen hast du ihr bestimmt in den Ausschnitt gesabbert, bist du. Hast du nicht gesehen, mit was für einem glücklichen Gesicht er rauskam? Ich überlege gerade, ab wo kennst du eigentlich dann die Schmuggler-Story? Ich glaube Anfang Alderaan, oder? Ja, da du mich auf Tatooine aufgegabelt hast. Ich wusste nicht, ob du es... Ja, stimmt. Ich hatte dich erst in der Bonusreihe aufgegabelt. Das richtig. Das hast du ja gar nicht gesehen. Dann spoilifiziere ich dich mal nicht. Das ist nämlich eine echt lustige Geschichte.
Ich hoffe, dass ich das hier alles miterleben kann, dann auf Band. Ich habe hier gerade schon wieder so einzelne Polygone von dir wegschnipsen. Wie bitte? Ja, na, immer mal so kleine Linien gehen von dir ab. Das ist dann immer mal, wenn eine einzelne Koordinate von dem Polygon gerade falsch ist. Ich weiß nicht so richtig, was hier los ist. Das ist aber auch nur jetzt auf Quentin so. Quentin, Schatz, wir müssen reden, du hast ein Polygonproblem. Ich weiß, deswegen ist er in Behandlung. Das muss er jetzt nicht allen verraten. So. Guck mal, hier hat einer was eingeklemmt. Dann drück mal. So, da steht die Madame. Ich bin so aufgeregt. Hallo. Ich dachte schon, ihr würdet gar nicht mehr auftauchen. Holiday. Ein so hübsches Gesicht würde ich niemals enttäuschen. Ihr seid süß. Nicht mein Typ, aber trotzdem süß. Ach, eine Schande. Es war wirklich lieb von euch, den ganzen Weg hierher zu fliegen, um mich zu retten. Ihr scheint wirklich nett zu sein. Nur damit ihr es wisst, das ist nichts Persönliches. Lass mich raten. Ich muss euch umbringen. Aber es geschieht aus Liebe. Mhm. Aus Liebe hat mich noch nie einer umbringen wollen. Irgendwie romantisch, oh Gott, nicht wahr? Seht ihr dieses flackernde Licht, das mich umgibt? Das ist ein Strahlenschild. Er lässt keine Blasterschüsse durch. Schick, was? Dieser Schild wird euch nicht retten. Psst, Ruhe. Ich muss jemanden kontaktieren. Das war so klar. Skavak? Ich bin's, Faylara. Überraschung. Lang nicht gesehen, Süße. Woher hast du die Holofrequenz? Ist das wichtig? Hm. Du hast mir so gefehlt, Schnuffelbär. Ich weiß gerade gar nicht, wie es auf Englisch ist. Schnuffelbär bedeutet. Honey, was soll das, Captain? Rekrutiert ihr eine Armee aus meinen Ex-Freundinnen? Ganz und gar nicht. Das ist doch dein Erzfeind, oder nicht? Der auf Coruscant dein Schiff gestohlen und dich lächerlich gemacht hat. Warum besprecht ihr Turteltäubchen das nicht ganz in Ruhe? Ich habe eine bessere Idee. Ich halte mich da raus. Mir wäre keine passendere Bestrafung für euch eingefallen. Jetzt sei nicht so. Du weißt, dass du mich liebst. Du hast nur Bindungsängste. Ich werde dir beweisen, wie sehr ich dich liebe, Schnuffel. Okay, ja, zu spät. Hast du viel verpasst? Naja, ich werde dir beweisen, wie sehr ich dich liebe, Schnuffel, und dann war Schluss. Ich wusste nicht, ob danach noch irgendwas kam von dir. Ja, also ich habe dann eigentlich nur noch anmerken können, dass ich auch gerne die beiden allein lassen kann. Ja, das kam noch an, okay. Gut, dann war es wohl nicht so viel, was gefehlt hat. Sorry. Dann kam das jetzt erst, okay, dann. Wow! Ihr seid verdammt gut. Danke. Also sie sagt im Englischen, wow, you're really good. Meine Antwortmöglichkeit, and you're really dead. Lady, dieser Tod wird mir eine besondere Freude sein. Einigen wir uns auf unentschieden. Dank meines Strahlenschildes könnt ihr mir nichts anhaben. Faylara, woher kommt die Energie für den Strahlenschild? Tragbare Batterien. Du weißt, dass die nur ein paar Minuten halten, oder? Oh nein. Oh Gott. Bist du soweit? Ja, das ist auf Deutsch ja noch herrlicher. Ich habe im Handbuch zu viele komplizierte Worte. Schnuffelbär, mein Schild ist unten. Was soll ich tun? Gute Frage. Sterben? Euch töte ich später, Captain. Schnuffelbär, warte. Er hat die Kommunikation abgebrochen. Ich dachte, er würde mich lieben. Ich muss los. Oh Mann. Geht nur. Genau wie er. Ich werde euch nicht aufhalten. Ich hätte sie töten können, aber... Ja.
Das wäre ja, das wäre gemein. Ich glaube, es ist die größere Strafe, sie leben zu lassen. Honey Bunch, ich habe die ganze Zeit nur an Honey Bunny und Pumpkin denken müssen. Ja, richtig. Ah, Schnuffelbär. Nein, Schnuffelbär hat aufgelegt. Schnuffelbär ist aber echt brutal. Aber irgendwie so ist doch die gesamte Schmuggler-Story, oder? Ja. Voll von Bekloppten. Weißt du, worauf ich mich richtig freue? Wenn ich das tatsächlich mit dem Mädel dann alles auch nochmal durchmache. Dass ich die Dialoge dann ja entsprechend umgekehrt, denke ich mal. Oh ja. Ich frage mich, ob man dann die ganze Zeit Skarvak als Erzfeind noch anflirten kann, wenn er immer mal vorkommt. Ich halte dich auf dem Laufenden. Gut, dann ich manövriere den Pott mal nach Tatooine. Ich müsste jetzt mit Risha reden und ich muss auch einmal kurz auf Coruscant vorbeischauen noch, wegen Klassenquest. Zu Damas, oder was? Die Tiere. Ja, Tiere kannst du später abliefern. Achso, da gibt es keinen weiteren Strang mehr? Nee, das ist nur kurz hingehen, abgeben, dann kriegst du es geschenkt. Okay. Dann würde ich sagen, halten wir jetzt mal unsere jeweiligen Klassendialoge auf dem Schiff. Yay. Jedi, wie der Rat sieht, seid ihr auf Tatooine angekommen. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Tatooine ist eine gewaltige Wüstenwelt, auf der das Überleben oft unsicher ist. Meister Eris Fossan, einer der besten Kulturforscher der Jedi, befand sich dort, als sein Kontakt mit dem Rat abbrach. Hat er Symptome der Seuche gezeigt? Nein, aber er war Teil der Expedition nach Malakor III, genau wie Meisterin Yuon und die anderen. Die Kulturen auf Tatooine müssen einen schwierigen Balanceakt vollführen, allein um zu überleben. Meister Eris kam nach Tatooine, um diesen Prozess zu studieren. Wenn diese Krankheit ihn befallen hat, wäre das ein großer Verlust für den Jedi-Orden und eine Gefahr für die Gruppen, die er studieren sollte. Habt ihr eine Ahnung, wo ich mit der Suche beginnen soll? Eris hat einen Führer engagiert, der ihm dabei helfen sollte, sich in Tatooines gefährlicher Wüste zurechtzufinden und Kontakt mit den Einheimischen herzustellen. Einer der letzten Berichte von Meister Eris lautete, dass sein Führer von der Sandfäule befallen wurde, einer Krankheit, die von langem wiederholtem Kontakt mit der Wüste hervorgerufen wird. Der Name des Führers ist Rowan Delk. Er erholt sich gerade in der Krankenstation des Dreviat-Außenpostens. Er ist die beste Spur. Es ist so gut wie erledigt. Macht schnell. Meister Eris ist enorm wichtig für den Orden. Und wenn er die Seuche hat... Nun, ihr wisst besser als wir alle, was das bedeutet. Bist du auch schon durch? So gut wie. Gut, dann lande ich mal. Du warst durch, ne? Mhm. Hat Risha gerade vorgeschlagen, dass er sehr warm ist auf Tatooine, dass man sich ja ein bisschen entblättern könnte. Und sie meinte dann, dass sie zwar irre leichten Sonnenbrand kriegt, aber er könnte sich echt austoben. Ja, stimmt, das habe ich auch versucht, erfolglos. Gut, dann hier übrigens in meinem Dialog, du hast es ja, ich weiß gar nicht, wie weit bist du mit Marva eigentlich? Die war auf Tatooine schon angekommen, das passt. Okay. Ja, da hast du es ja mitgekriegt, also die ganzen Jedi, oder zumindest die meisten, die hier befallen wurden, waren ja scheinbar alle auf der Expedition nach Malakor III. Mhm. Das ist hier ja immer mal wieder aufgekommen. Malakor III, ich weiß nicht, ob er direkt was mit Malakor IV zu tun hat, also das sind dann ja wohl Planeten aus demselben System. Malakor IV ist ein ziemlich wichtiger Planet bei Knights of the Old Republic 1-2. Und zwar ist das der Ort, wo die, glaube ich, letzte große Schlacht der Mandalorianischen Kriege ausgefochten wurde. Rivan, der ja da schon ein relativ abtrünniger Jedi war, hat gegen den Wunsch des
Rates eben Jedi in die Schlacht geführt. Und bei Malachor 4 haben sie dann mit einem großen Teil der Republikflotte die ganzen Mandalorianer in den Angriff gelockt. Eben, ne, wie die Mandalorianer so sind, schwere Beute, große Ehre, also immer nischt wie rein da. Allerdings war das eben wirklich nur eine Falle und dann, als alle Mandalorianer in der Nähe waren, haben die einen Massegenerator, also halt so einen fetten Gravitationsgenerator, den Namen habe ich mir leider nicht gemerkt, auf der Oberfläche aktiviert, weshalb der ganze Planet von der Gravitation richtig zercrunched wurde. Und es hat auch wirklich fast alles von der Flotte ausgelöscht, sowohl die mandalorianische als auch einen großen Teil der republikanischen. Und da hat es dann an dieser Stelle, weil so viel Tod und Zerstörung gleichzeitig auftrat, zu einem Riss in der Macht geführt. Also das ist so ein Ort, an dem dann die Macht eigentlich nicht existiert. Und durch diesen großen Schock wurde dann auch Mitra Surik, also die später als Jedi-Exilantin bekannte Jedi, die dann die Protagonistin im zweiten Teil war, auch von der Macht getrennt, wie sich rausgestellt hat. Und das ist bis jetzt noch spürbar, auch eben diese beiden Personen. Ich werde jetzt nichts weiter spoilern. Das kommt hier nämlich noch so stellenweise vor. Okay, gut, wir sind jetzt auf Tatooine gelandet. Wahrscheinlich der bekannteste Planet von Star Wars insgesamt. Der kam ja gleich in dreien der Filme vor. Und ja, mit der Erkundung dessen beginnen wir dann in der nächsten Folge, denn die Zeit ist schon wieder rum. Bis dahin, stay frosty. Bye-bye.